Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. Heute geht's ums Vegan Blend, ein veganes Eiweißpulver pflanzlicher Herkunft, eine Zusammensetzung verschiedener pflanzlicher Eiweiße, die eben hier eine Mischung ergibt. Das ist sozusagen das Zugpferd von MyProtein, was die veganen Eiweiße angeht. Es ist eines der wenigen oder ich glaube das einzige, was mit Geschmack erhältlich ist. Hier nämlich im Schokoladengeschmack. Ich werde es nachher noch testen. Ja, nur so viel sage ich dazu. Ich teste es extra nicht vorher, weil ich erst noch mal ein paar Worte dazu sagen möchte. Nämlich zum Beispiel, wie es zusammengesetzt ist. Wir haben hier einen Anteil an Erbsenproteinisolat. Wir haben das braune Reisproteinkonzentrat, was ich euch ja quasi schon mal als Einzelprodukt vorgestellt habe. Hanfprotein, das habe ich auch schon mal als Einzelprodukt vorgestellt. Und dann hier zum Beispiel Schokoladengeschmack, also hier ist Kakaopulver enthalten. Aber eben auch noch andere Aromen, Verdauungsenzyme und so weiter, die das Ganze besser verträglich machen sollen und Süßstoff. Was ich auf jeden Fall zur Verträglichkeit schon mal vorab sagen kann, obwohl hier Verdauungsenzyme beigesetzt sind, bei mir ist die Verträglichkeit nicht ganz so gut, also mir liegt es doch recht schwer im Magen. Die Bekömmlichkeit ist nicht vergleichbar mit Whey-Protein, was ich gewöhnt bin. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr eigenartige Sache hier. Ich habe euch kein Analysezertifikat heute mitgebracht, weil es dafür noch kein richtiges Analysezertifikat, als dass ich es akzeptieren würde, gibt. Es gibt hier einen Download-Link, ihr könnt euch das unterhalb von diesem Video anklicken auf der Website. Ist wie gesagt direkt verlinkt, da seht ihr dann die Einzelkomponenten, die letztendlich so ein bisschen analysiert sind. Aber ja, ich sage nur so viel, Reisprotein, was aus China stammt und das Verdauungsenzym, das ist aus Indien. Über die anderen Zutaten wird man eben nicht wirklich informiert, sodass es da kein richtiges Analysezertifikat gibt, was dieses Produkt beschreibt, sondern nur die einzelnen Komponenten, die hier enthalten sind. Insgesamt nicht verwertbar, von daher hier keine Analyse laut Analysezertifikat. Wen es halt trotzdem interessiert, der klickt den Link unterhalb. Ansonsten habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie das aussieht. Leider könnt ihr es nicht riechen. Der Geruch ist nämlich ziemlich neutral und gar nicht mal so schlecht. Es sieht aus wie ein bisschen blasses Eiweißpulver, also wie so ein bisschen blasser Kakao, also nicht so richtig intensiv, wie man Kakao gewöhnt ist, aber auch nicht sonderlich auffällig, wieder vom Geruch her. Jetzt wollen wir nochmal den Geschmack testen, natürlich in Wasser, alles andere wäre jetzt hier sicherlich an der Stelle unsinnig, also mit Milch wird man ein veganes Protein ja nun sicherlich nicht trinken. Ich werde es jetzt hier natürlich so wie vorgegeben mit Wasser zubereiten und einfach mal einen Shake davon trinken. Ich weiß natürlich, wie es schmeckt und insgesamt freue ich mich da jetzt nicht so drauf, weil die Verträglichkeit bei mir jetzt nicht so richtig gut war und auch geschmacklich kann ich mir da weitaus Besseres vorstellen. Aber es ist eben ein pflanzliches Eiweiß und für alle Veganer sicherlich eine Option, gerade weil es hier einen Geschmack hat und weil es hier um eine Zusammensetzung verschiedener Eiweiße geht. Man kauft eben kein reines Hanfprotein, was einen recht geringen Eiweißgehalt hat. Man kauft eben kein reines braunes Reisprotein, was ein ziemlich üblen Geschmack hat, sondern man kauft hier eine Mischung. Ja, so schaut die dann auch erstmal aus. Man muss ganz klar bereit sein, Abstriche im Geschmack zu machen. Dann ist das hier sicherlich eine Option. Jeder, der Whey-Protein gewöhnt ist, der wird ganz bitter enttäuscht sein und wird auch sagen, von der Bekömmlichkeit ist es einfach nicht so gut. Ich muss halt schon sagen, ich bleibe bei meinem Whey-Protein, finde es aber trotzdem sehr interessant, eben auch zu wissen, wie dieses vegane Protein schmeckt, wie das für Veganer ist. Ich sag gleich vorweg, für Veganer ist das hier geschmacklich das noch am besten verträgliche Eiweißpulver. Die anderen, die sind geschmacklich, da auch nichts aromatisiert wurde, ganz übel. Hier muss ich sagen, ist der erste Geschmack völlig in Ordnung. Es schmeckt natürlich so pflanzlich. Man merkt schon, dass es pflanzlich ist. Das Einzige, was ich wirklich unangenehm finde, ist, wenn man abgeschluckt hat, bleiben noch diese kleinen Partikel hier in der Kehle hängen. Und die bleiben auch ziemlich lange hängen. Also ich würde jedem empfehlen, nach dem Shake zumindest noch irgendwie einen Schluck Wasser hinterher zu spülen. Vielleicht auch nochmal die Mundhöhle so ein bisschen durchzuspülen. Oder einen Schluck Saft oder irgendwas hinterher zu trinken, um einfach sicher zu gehen, dass all das, was an Rückständen noch im Hals klebt, runtergespült wird. Weil das kratzt einfach auch noch 20 Minuten später. Muss schon sagen, also hierbei muss man sich daran gewöhnen, dass es eben kratzig ist im Hals und man irgendwas zum Nachtrinken hat. Und man muss sich vielleicht auch daran gewöhnen, dass es nicht so gut verträglich ist. Ich kann es natürlich nicht als Veganer beurteilen. Vielleicht haben Veganer ja schon eine etwas andere Verdauung und kommen eben mit diesen pflanzlichen Extrakten in der Form besser klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mir liegt es doch relativ unangenehm im Bauch.
Meine Verdauung reagiert darauf nicht so optimal. Ich bleibe weiterhin bei meinem Whey-Protein, ganz klar, aber letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Ich trinke jetzt noch den letzten Schluck und dann moderiere ich das Ganze hier ab. Damit muss ich mich nämlich beeilen. Das Kratzen wird nämlich immer doller. Ich muss jetzt gleich was nachtrinken. Also, Veggie Blend von MyProtein hier. Auf jeden Fall für alle Veganer eine relativ gute Empfehlung, weil es eben einen Geschmack hat, der auf jeden Fall zu trinken ist. Für all diejenigen, die Milch vertragen, die milchartige Proteine zu sich nehmen wollen, zum Beispiel in Whey, sollten auch weiterhin dazu greifen, weil es einfach geschmacklich besser ist, weil es von der Zusammensetzung her hochwertiger ist und für den Körper auch ganz klar besser zu verstoffwechseln ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.